Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein paar Hinweise zum weiteren Programm. Ja, Peace and Justice gesagt, meine Freunde. Herzlich willkommen zu Never Seen Before Footage. Ja, soll heißen, ich hatte im letzten Jahr so einiges an Videoclips, über so 200, 300 Stück oder so. Die habe ich jetzt einfach mal zusammengefügt, um euch dann auch mal ein paar Sachen zu zeigen, die nicht offiziell auf der Tour passiert sind, sondern mal immer zwischendurch ein bisschen, wo was gefilmt worden ist halt. Ne, wo oder was ich nicht gebrauchen konnte für eine Tour, weil ich zu wenig gefilmt habe, hinterher wieder zu dicke war oder so, ne, und dann einfach ja das vergessen habe zu filmen. Und dieses Jahr, heute ist 10. Januar 22, ne, noch nicht auf der Tour gewesen, irgendwie kommt da noch nichts. Und dementsprechend zeige ich euch jetzt einfach mal altes Material mit ein paar neuen Einspielern auch mal immer dabei halt und so weiter. Und ja, ich sage einfach mal, ich wünsche euch viel Spaß dabei und bald geht's auch wieder richtig auf der Tour. In diesem Sinne hier. Hey ho, let's go! Die folgende Sendung ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet. Liebe Freunde, jung und alt. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Liebe Zuschauer, nun ist wieder Zeit zum Schmunzeln. Verehrte Zuschauer, wo können Sie Wissenswertes erfahren, Überraschendes erleben, über originelles Staunen? Er ist der Mann für besondere Fälle. Zur Einstimmung auf die neuen Ereignisse machen wir aus der Gegenwart einen Sprung in die Vergangenheit. In eine längst vergangene Zeit. Und in einem Rückblick zeigen wir Ihnen Ausschnitte aus seinem Reisetagebuch. Vom Psychoboom bis zum Sexrummel. Zwischen Ernsthaftigkeit und Humor. Und zahllosen Saufgelagen. Deshalb schien es dem Autor des nun folgenden Beitrags gerechtfertigt, diese Situation beispielhaft zu schildern. Sex und Suff. Ist gewiss kein Jugendprogramm. Aber weitere Warnungen dürften sich erübrigen. Andere Planeten, andere Sitten. Neben vielen seltsamen Abenteuern werden Sie auch gute Bekannte antreffen. Daran darf sich nun jeder erfreuen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei diesem ersten Teil. Die weiteren Folgen zeigen wir dann immer sonntags. Also dann viel Spaß beim Zuschauen. Hey, schöne Grüße jetzt aus der Bahn, kurz auf dem Weg zum Dose. Ich wollte ja zum Wolf, ne, in den Livestream. Das machen wir gleich auch noch. Ich kann ja zwischen Osten, Westen, Norden, Süden eh fahren. Was ich aber gerade sehe, ich habe hier schön Kronen mit. Aber weißt du, was hier liegt? Guck mal. Da hat doch irgendeiner hier so ein verficktes Stahles Laich getrunken. Das erinnert mich natürlich direkt an den Wolf. Von daher... Und die kommt gleich noch, dann wird da live gekratzt, ne? Vielleicht kommt der Dose noch mit. Wir machen jetzt erstmal hier Mission für Mission. Wir fahren durch Dortmund innerhalb von 3 Stunden. Zack, zack, zack und gucken, wer mitkommt. Bis gleich. Dass er so viel ballert, dass er nicht mehr gerade läuft, das ist für mich der Typ, der nicht mehr gerade sitzt. Schnaps habe ich genug, aber Probleme habe ich nicht. Hauptsache Spaß, Augenfarbe schwarz. Heidi, ich wollte ja vorbeikommen, aber wir sitzen hier, wir hören euch live. Prostata. Prostata. Endlich Wochenende, Lieblingstag, Dipp ist geklärt. Schwitzen und dehydrieren, bis man das Pissen verlernt. Kann man noch machen. Speed, Weed, ballern und pappen. Tagelang pappen mit allen Träumen. Geil. So, Waldmeisterbier. Ja, es ist einfach nur ein Zwischenschnitt, weil ich gehe ja nicht mehr auf Tour. Ha. Ich mach das mal auf und probiere das mal. Freuen sich bestimmt so ein paar Berliner und so, ne? Hier, dann Prostata. Oh, das riecht schon geil. Das riecht wie wenn man früher als Kind hier in Dortmund am Alkauf war und da gab es immer eine Pommesbude. Hast du immer diese kleinen Waldmeister-Pakete, Trinkpakete gekriegt und so, weißt du? Boah, geil. Geil. Ich mochte ja sogar schon das alkoholfreie Schöfferhofer hier, ne? Das hier. Aber Waldmeister kann man ja auch trinken. Ja, Ingo, da müssen wir uns das teilen, das Waldmeisterzeug, ne? Geil. Geil. Hallo, meine Kotzi-Bärchens. Ja, ihr seht, der Gourmetminister wieder bei der Arbeit. Ich durfte mich dazu gesellen. Und wir haben schon 2 Bier verköstigt. Eins vorher getrunken. Ach, 3. Ach ja, wir haben schon 3 verköstigt. Ja. Richtig. Und dann haben wir ja nur noch 5.
die der Odin Grimbart uns mitgegeben hat aus dem Hesseland. Ja, wie gesagt, beim Gorminister seht ihr eh wieder Bierverköstigung, Biertest und Wind Raider. Ein geiles Gefährt möchte ich mir auch zulegen, wenn es das vielleicht von der dunklen Seite gibt. Also diese Motorseite. Und ansonsten, ich habe Frikadellen gerochen. Das zeige ich euch gleich. Wir machen ein Feature. So, eine probiere ich mal. Ne, ich habe schon eine gegessen, aber ihr wisst ja. Köstlich. So, bis gleich. Ja, wie gesagt, ne? Wenn du nicht mal brauchst, ich mach mir da ein Star Wars Objekt drauf. Direkt der Flügel abgefallen. Siehst du, ist doch voll kaputt das Ding. Kannst du gar nicht mehr gebrauchen, Mann, ey. Alles kaputt und scheiße. Ja, manchmal hast du auf eBay Kleinanzeigen Glück. Aber welche, die dann vielleicht passen, oder was war? Nö, das ist so ein Wind Raider. Ach so, einen kompletten. So ein bisschen beschädigt, ja. Also ich brauche die Flügel ja nicht, die fallen eh ab. Also ich will nur den Speeder haben, also. Ja, die Flügel sind das teuerste. Auf dem Trödel wäre das mal geil, Alter. Von mir aus auch ohne Aufkleber. Die kann man ja nachbestellen, habe ich gehört. Von daher. Hatte ich mal tatsächlich in Hagen, habe ich mir aber nicht gekauft, ich Idiot. Da hatten sie einen Baschasaurus rumstehen. Ah, ja. Den kenne ich sogar, da kannst du nämlich schön die Figuren alle so reinklemmen an das Skelett von so einem, der nee, läuft. Das war hier. Oder? Ach nein, Baschasaurus. Was ist mit der Keule? Ich Experte, ich Motorexperte wieder. Wie heißt denn dieser Saurier, dieses Sammelding? Ja, Battlebones. Battlebones, ja, liegt doch auf der Hand. Also. So, wir machen gleich noch einen Biertest weiter. Wie gesagt, hier beim. Gorminister packt aus, Wind Raider Video, da haben wir schon drei Biere getestet, aus dem schönen Hesseland. Mr. Odin Grimbart, ne? Bald ist er im Putt mit der ganzen Bagage, das wird ja was, ey, oh mein Gott, ey. Die werden sich freuen, da ist schon wieder der Flügel abgefallen, ich übergebe mich jetzt mal zu, was auch immer kommen wird. So, der Herr Minister schneidet jetzt, ne, der packt seine Dateien erstmal in den Rechner. Kann ich doch noch mal schnell eine essen. Ne? So, wir fangen jetzt mit dem Biertest an. Also wir machen den weiter. Drei haben wir schon. Vier oder so kommen noch. Ein Applewall. Bis jetzt beim Prostatantieren. Ihr hört, es geht ab. Es ist Besuch hier. Heute Abend ist es der Besuch eines mysteriösen Unbekannten. Was da wohl passiert ist, ne? Als in der Nacht. Ja, aber so ist, glaube ich, gut. Wir uns am getroffen haben, was da wohl passiert ist in dieser Nacht. Willst du mal hier hin? Huhu. Liebe Zuschauer, spannend geht's auch weiter bei uns im Programm. So, ich habe mein super Studio eingerichtet. Das gibt gleich die Lampe. Ja, Leppi steht hier. Ihr seht, ich sitze auf Erde. In meinem kleinen Kabüffchen. In meinem kleinen Kämmerchen, in der Hütte, im Wald. Ich habe Zahnschmerzen. Ja, Frikadellen gibt es gleich auch noch. Alkfreies Bier. Ne? Also Dezember fast rum, bis auf 2-3 Bier war ich auch komplett alkfrei. Ne? Gar kein Problem. Ja, 21 Uhr geht das Spektakel hier los. Ich lasse mich mal überraschen, ich kann jetzt schon nicht mehr sitzen. Hier, weil die baue ich ja zusammen. Ja, da, ihr habt es ja dann eh gesehen, der Livestream. Mal gucken, ob 2-3 Mannequins dabei sind. Ich glaube, Peterchen ist auf jeden Fall dabei. Schauen wir mal, wer noch so, ne, vollgefressen sich das gleich antut. Und dann gucken wir mal, wie ich hier so komische Lego-Steine, so Fake-Lego-Steine zusammenbaue. Ich weiß auch gar nicht, wie die heißen. Ich mache zu Hause aber auch nochmal Reviews darüber dann. Die kommen dann nochmal schön am roten Tisch, ne. So, ich vertrete mir noch ein bisschen die Beine. Damit ich hier hochkomme. Übrigens, diese Bettwäsche, die ihr hier seht, die, da lag ich schon 1900, ich glaube 75, 76 drin. Zeige ich euch mal ein Bild. So, 5 Stunden später, nee, war eine Stunde. Ja, hier, das Ding ist noch am Arbeiten. Wo ist es denn? Ach da, wer macht hier noch irgendwas, der Video-Editor? Ja, hier könnt ihr die Mannequins mal eben sehen. Den finde ich echt am besten. Aber das macht ja nichts. Die kann man ja noch variieren. Ne? Ich mache jetzt das Chaos hier weg. Und dann, ja, Feierabend. Bis dann, ne? Ho, 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 meine Silo-Freunde. Ja dann,
Merry Xmas gewünscht, ne? Kronexport trinken, ich nicht, alkfrei und ja, bleibt gesund und fresst euch ordentlich voll, ne? Bis dann, peace out. Schauplatzwechsel. So, jetzt ja, lasst toll. Euch mal überraschen. Alter. Ja. Ja, Gorminister hat gekocht. Da beschlägt sogar die Linse. Es möge ja. die Lotion auftragen. Es möge die Lotion auftragen. Es ist eine sehr schwierige Sache. Ich habe auch tatsächlich 3 Stunden jetzt daran geschafft und geschoffelt. Hast du dir natürlich auch den größten Löffel fürs Übergießen ausgesucht, ne? Ja, am Anfang war das noch nicht so viel Sud. Das wurde dann ein bisschen mehr. Ja, aber das ist auch gut hier. Jede Ritze muss was rein. Ja, das ist schön. Stopf mal. Ja. Öl mal schön einlassen, Moppet, ey. Ja, das muss geil, ja. Und hier, die Kartoffelchen da sind sie. So, ich trinke jetzt einfach ein alkoholfreies. Ja. Daran darf sich nun jeder erfreuen. Hier das Gemetzel. Ja, da ist er jetzt, ne? Ja, jetzt hier gibt es schön Kartoffelpüree mit schöner Soße. Müssen wir das große Fressen gleich los. Ich nehme jetzt mal, zur Feier des Tages trinke ich natürlich auch ein Bier, meine ich. Ein paar Sekunden später. Klingglöckchen, klingelingeling. Ich bin total besoffen vom Alkoholfreien. Und das ist ernster zu nehmen. Was für eine Scheiße. Merry Christmas nachträglich. Ich benutze die Macht für die Kamera. Ja, dann hauen wir mal unsere Bommel zusammen und Weihnachten jetzt auch vorbei. Pingelingeling hier mit Alk frei. So, der letzte Rest vom Schützenfest. Habe ich das schon mal gesagt? Nein. Boah, da ist noch eine Keule über, Alter. Ja, wir hören gleich mal, was der Minister sagt zu dem gelungenen Weihnachts. Fasten, fressen, vollschlagen, ne? Also, ich esse jetzt die Woche nichts mehr, trinken muss ich eh wieder nicht und von daher, yippie! Wir haben hier Themawechsel. Wir sehen hier ein Mikrofon. Die wollen irgendwie eine Karaoke machen hier. Die Menschen hier beim Gorminister. Das Ding ist, ich muss ja da nicht singen, was da steht, ne? Ich rapp gleich einfach auf irgendeinem lustigen Beat, ein lustiges Lied. Auch von dir daheim zu Hause möchte ich einen Reim. Vielleicht kriegst du auch so einen schönen zusammen. Übrigens, hier ein lustiges Spiel. Meine Meinung, lass es sich doch probieren, wenn es machbar ist. Während der Minister die Bildformate einstellt, ein kleines Resümee zu diesem Abend. Ja, bitte. Ich fand es sehr schön, mit guten Freunden hier zu sitzen, lecker Essen zu haben. Das habt ihr ja dann wahrscheinlich beim DSD auch gesehen. Ganz kurz, cool, aber da kannst du wochenlang noch von essen. Ja, ich sag nur Sandwiches. Ich habe eben noch mal was gegessen, das ist super. Ich habe auch noch was im Zahn hier und ich will mich nicht selber loben, aber es ist mir gut. Prostata damit alkfrei und tschüss, guten Rutsch. Leck mir mal. Na denn, Prost. Ja, Sie merken es schon, liebe Zuschauer. Wir müssen Sie doch informieren. Ja, juhu, juhe, Karaoke. Ach, jetzt singt er gerade nicht. Da doch, er muss 11-11 machen. Pass auf, jetzt geht's ab hier. Ach, jetzt Freestyle. Ja, jetzt wird nicht gesungen. Jetzt kommt die Gitarre. Jetzt kommt die Barry White Stimme. Baby. Ich trinke nochmal ein alkoholfreies, ey. Diese Reaktion möchten wir heute vermeiden. Gut, dass ich nicht singe. Großer Tag. Tschingelingel. Frohe Weihnachten. Ja, ja. Tschüss.